Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück im Pro-Club. Lange hat es für uns ein bisschen gedauert, aber wir sind wieder da. Und unangefochten geht es jetzt weiter in Richtung Liga 4 oder 3? 3, ne? Hm? Es geht sogar in Liga 3, ne? Ja, Liga 3. Oh, ist ja krass. Das ist ja wirklich krass. Liga 3. 14 Punkte haben wir jetzt. Und wir sind zu dritt. Genau, wir sind zu dritt. Der gute Scotty Tuohotti ist dabei. Er hat sich sehr, sehr in unsere Herzen gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat zumindest super gespielt hier in unserem Club. Als zentraler offensiver Mittelfeldspieler. Mit ihm ging es so ein bisschen bergauf. Und ich denke mal, wir sind bereit, oder? Ja, ich bin sofort bereit. Auch bereit. Legen wir los. Ziehen wir es durch. Attacke mit Kacke. Der Gegner ist schon direkt gefunden. Geht heute alles schnell. Richtig Partystimmung gerade auf mein Ohr. Ah, oh, Tor mache ich trotzdem nicht. Ich habe neue Schuhe an, wie ihr seht. Die lustigsten Schuhe im Spiel. Oh, auch wieder ein Heimspiel. Warte, ich bin gerade noch. So, dann legen wir los hier. Partie beginnt. Im neuen Stadion Europa. Und Bunga geht schon mal wieder über die Außenbahn, verliert den Ball aber schon mal direkt. Oha. Ball über die defensive Seite, über die Abwehrseite. Nummer. Oh. Das gibt's auch nicht. Komm. Boah. Naja, der Gegner. Nicht schlecht. Wir haben gute Spiele schon gezeigt hier, aber da wart ihr leider nicht dabei in dieser Saison. Haben wir Spiele wieder gedreht. Wir müssen meist erst wieder zurücklegen, um da irgendwas zu reißen. Ah, Scotty, aufgepasst, das macht er sehr, sehr gut. Granado läuft schon mal in die Spitze, kommt aber nicht hinterher. Jetzt greift er ihn an. Oh. Macht er nicht. Sehr gut aufgepasst. Sehr schön zugemacht. Scotty über die Außenbahn. Jetzt kommt er über links. Die Flanke kommt gut, die ist nicht schlecht, die ist nicht schlecht. Granado geht hoch. Kommt aber nicht dran. Boah! Ja, Schwalbe. Note 6,0. Schwalbe war das. War einfach nur weggeschossen. Das kriegt hohe Haltungspunkte. 6,0 habe ich gegeben. Ja, Verteidigung wieder aufgepasst. Ball wieder raus. Aber schlecht gespielt. Sehr schlecht. Ja, Verteidigung macht das Ganze hier noch einigermaßen passabel. Jetzt doch nicht, jetzt ist die Mitte frei. Elfmeter. Was? Oh, jetzt ist noch Vorteil laufen. Rot. Thomas, Michoda. Hat auch gesagt, wir müssen erst zurückliegen, um das Ganze hier. Ah, wir wissen ja, der ist Elferkiller. Im Leben nicht. Zumindest mal, manchmal. So, blame it all the night. Macht er ganz locker. 1-0 für die Boca Juniors. Weil wir den Ball nicht wegkriegen, ey. Na, wie sieht man das durchspielen? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wir spielen sehr defensiv und irgendwie. Jetzt. Oh. Nee. War schon wieder direkt weg. Bunga ist sofort wieder unterwegs auf dem Boden. Aber das war wohl nichts so wirklich. Jetzt vielleicht mal Granado ohne Ball gespielt in den Lauf. Aber nicht gut genug. Na, jetzt kommt Scotty. Granado. Oh, wieder Scotty, aber der Ball ist weg. Er klaut euch gegenseitig die Bälle, ey. Das ist komisch. Gib es nicht. Boah, der Trauber, der Granbo. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon in schade. Mitte wieder ganz offen. Die freuen sich jetzt gegenseitig. Lege ich den Ball nochmal weiter für Scotty. Das machen sie jetzt
Vielleicht jetzt mal ein bisschen besser. 3 gegen 1. 3 gegen 1. Scotty, mach es. Nein. Mach. Granado. Tor. Das kennst du doch. Der Ausgleich. Und schon sind wir wieder da. Super wieder gespielt, Scotty. Auf. Jetzt. Granado. Granado. Nein. Hunger. 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 Nein. Elfmeter. Elfmeter. Punkt. Der ich wollte genauso ein Tor machen. Was ist denn jetzt los hier? Lass mich. Lass mich. Oh oh. Yes! In der Mitte ist es rappelt in der Kiste und das nächste Ding in Granado 2-1. Und der Aussicht wäre perfekt, also immer die Mut. Das ist viel zu früh, ne? Ah, guck dir das an. Vorwart ohne Chance, unter den Latte. Zwar ist richtig eckig gesprungen, aber na gut. Jawohl. Oh, jetzt sitzt er aber völlig nebeneinander mit ihren Gedanken. Passt ja gar nichts mehr. Ja, ich bin da, ich bin da. Ich bin völlig. Ah, sehr gut. Sehr gut, auf jeden Fall. Ja, so muss das doch sein. Oh, Einsatz. Sieht gut aus. Scotty, wieder Scotty in Richtung Granado. Granado und Bunga gehen zum Ball. Bunga bleibt da doch nicht der Sieger. Granado geht jetzt nochmal mit nach hinten. Als zentraloffensiver Mittelfeldspieler übernimmt die Position von Scotty, der jetzt wieder versucht anzugreifen. Da haben wir wieder den Ball. Ah, sehr gut gemacht. Ach, Granado, der will doch gar nicht laufen, oder? Will er laufen? Will er? Oh, nicht gerade ungefährlich sowas. Sehr ungefährlich. Oh, dann wird er schön verarscht. Oh, gut, gut aufgepasst. Gott, die hat den Ball wieder. Granado läuft wieder in die Spitze. Oh, der war, glaube ich, ganz gut gespielt. Der passt. Abseits. Dezent im Abseits, aber es war sehr, sehr gut gespielt. Dezent. Abseits oder nicht. Verpasst eigentlich wieder. Wirkt in sich stimmig. Und die hat jetzt mit uns gelernt, Fußball zu spielen, weil wir sonst immer eigentlich sehr, sehr schwer mit drei Mann zurechtkamen. Jetzt läuft es aber sehr, sehr gut in Liga Nummer 4. Der Ball nach außen. Wieder in die Mitte, direkt. Das gibt's doch gar nicht. Boah. Gibt's auch mal 10 Applaus von mir, ey. Gut gespielt. Nach 33 Minuten. Ah! Oh, 33 Minuten, aber wo bin ich denn? Oh. Wichtige Balleroberung im Mittelfeld. 17 Minute. Ein Versuch der Balleroberung. Gute Aktion. Ah, der Ball kommt wieder ins Strafraum und da ist wieder gar keiner. Aufgepasst. Noch ein Elfmeter. Naja, klar. Ist ja immer so. Granado gegen 2, aber der kommt doch gar nicht. Bei nassen Boden hat der immer seine Schwierigkeiten. Erste Tor war ein Geschenk, das zweite Tor noch mehr als ein Geschenk. Jetzt geht's wieder nach vorne. Ja, das ist Bunga. Und das ist Scotty in der Mitte. Scotty wieder auf Bunga. Bunga läuft jetzt erstmal. Er hat wieder ein bisschen Platz, ist im Strafraum und dann hält drauf. Nächste Ball für Scotty. Nein! Granado. Oh. Granado holt sich die Kugel nochmal. Oben bin ich. Ich bin oben. Ja, ich versuche nochmal über außen zu gehen. Aha. Scheiße, der Punkt. Da lag er aber schon vor. Oh, dir. Gut gemacht. Gut gemacht. Scotty. Bunga. Mann. Der soll den eigentlich durch die Beine lassen, ey. Es geht immer noch weiter. Wir haben immer noch den Ball. Ach nee, dann doch weg und nicht weg und wieder weg und da ist er wieder und nein, jetzt ist er wieder weg. Rätsche kommt, ja, ein bisschen mal aus der Fassung bringen, dann könnte es doch gut werden. Mitte zu, Mitte zu. Ah, sehr gut. Die Jungs sind wieder alle da und Granado legt den Ball nochmal ab. Ah, wird er nochmal mitgenommen, böses Foul und der Pass kommt. Gut von Granado und Scotty ist in der Mitte. Kommt der nochmal dran? Ah. Ne, Halbzeit. So sieht das schon mal gut aus. Die Fans freuen sich über diese Führung. Wir haben viel mehr Ballbesitz als wir. Aber das Lustige ist, dass ich ja vorher noch gesagt habe, wir müssen erst 1-0 zurückliegen, damit wir dieses Spiel wieder drehen können.
manche wieder stärker wird. Und das war eigentlich unser Erfolgsrezept in dieser Saison. Liga 3, oh mein Gott, wie schnell geht denn sowas? Mit den richtigen Spielern klappt es auch wieder mit den Nachbarn, das ist natürlich klar. Drücken Sie mal, Sie Arsch! Ich hab schon lange gedrückt. In der Halbzeitpause geht's richtig ab. Komm! Weiter geht's! Hier, die spielen wieder in den dunklen Trikots, oder immer noch in den dunklen Trikots von rechts nach links. Bei dir tragen die ja hoffentlich die Gegner auch nur die weißen Trikots. Warum bei mir tragen sie grüne? Nee, Bock hat recht, keine grüne. Doch, grün. So, aufgepasst jetzt. Oh, jetzt müssen wir den Passweg wieder zustellen, aber den Pass kommt er tatsächlich durch. Diesmal dann auch nicht Bunga. Direkt weitergeleitet auf Granado. Granado, oh, in Richtung Scotty. Scotty sieht wieder Granado starten, aber der kommt nicht an den Ball. Der Ball ein bisschen zu lang. Aber nicht schlecht, der Versuch. Ja, komm, Jung, zieh dran. Weiter Gas geben. Das ist die Devise hier am heutigen Spieltag. Granado sieht Scotty. Scotty kommt da dran. Scotty. Und er macht yes! Das 3-1. Er macht das 3-1. Granado freut sich. Ja, so. Guck mal, jawohl. Oh, er nimmt den Ball direkt mit und irgendwie. Da kommt die Schaufel und er schaufelt den Ball in der 52. Minute die Führung 3-1 und es bedeutet bis jetzt, ja, ihr habt richtig gesehen, den Aufstieg in Liga 3. Ja, wir sind zwischendurch, muss ich ja ganz ehrlich mal sagen, wer bei uns ja auf den Verlauf guckt, wir sind zwischendurch abgestiegen in Liga 5. Irgendwie keiner weiß, warum wir irgendwie rausgeflogen sind oder so, das ist ja egal. Das ist ja egal, das sollte man ja auch wissen. Wir haben es ja nicht wirklich gepackt. Ihr habt ja gesehen, wir haben es ja eigentlich nicht gepackt, den Titel zu holen in Liga 5. Das haben wir nachgeholt und dann nach dem Aufstieg. Da sind wir jetzt auch mit Titel beglückt worden. Und Stärke plus 1, 140 gewonnene Kopfballduelle. Es gibt Freistoß. Haben wir jetzt gerade gekriegt. Stärke plus 1. Not bad. Zumindest den Titel haben wir jetzt geholt und sind zumindest vollständig, wenn hier die große Sause wieder stattfinden soll. Weil wir hätten jetzt noch nach diesem Spiel zwei Spiele und ein Spiel wird dann reichen, oder zwei Unentschieden würden dann reichen zum Titel. Aber noch ist das Spiel nicht zu Ende. Noch ist es nicht zu Ende. Er macht einen entscheidenden Fehler. Er hätte die Möglichkeit gehabt auf einen Treffer, aber das war ein Satz mit X. Oh, Granado rennt erstmal den Mann rein, dann macht er aber gut. Setzt den Körper wieder rein. Und da ist Scotty über die rechte Seite. Scotty. Na, versucht er vorbeizugehen. Kommt nicht am Band vorbei. Granado kriegt den Ball. Sieht Bunga Bunga und es gibt Ecke. Ah, ja. Beim letzten Mal ging das ja sogar ganz, ganz gut aus. Ecke kommt in Richtung Bunga. Ne, das gibt Abschluss. Ne, Ecke. Ecke sagt er auch nochmal. Okay, gibt es nochmal Ecke. Bunga. Flanke kommt nochmal rein. Flanke ist gut. Oh! Uiuiuiui. Macarona, Macarena. Mit der Möglichkeit hier. Kopfball. Granado mit der Vorlage in die Spitze. Bunga, Bunga, setzt nochmal die Körper rein. Granado. Foul, ja, das war ein klares Foul. Was? Gar nichts? Nee, ich hab ihn nur gefoult. Bin da zu spät. Bin ich dann hingegangen und hab gesagt, komm, ich drück jetzt mal auf Kreis. Ball zu holen. Oh, ach Mann! Was machst du denn? Der hätte locker holen können. Ah, schwer. Nein, sie nicht. Mach doch mal die Mitte dazu. Mach doch mal die Mitte zu. Jawohl, aufgepasst. Ball mal wieder ein bisschen raus hier. Ach, oh, Mann, wie stehen die denn da, die Jungs? Das gibt's doch gar nicht. Oh, raus damit. Wir kommen hinten jetzt nicht raus. Komm, Scotty. Na gut. Aufgepasst. Hinten raus. Doch, wir kommen hinten raus. Ah, schlecht gespielt vom Bunga. Granado stand besser. Wow, die gelb-rote Karte, Geiße. Ungeschicktes Zweikampfverhalten, das könnte ihm jetzt die zweite gelbe Karte einbringen. Und jawohl, gelb-rot. So muss er sein, nach 71 Minuten. Thomas Prichoda. Und Platz, was ist denn eigentlich? Innenverteidiger oder? Jungs. Toll. Ja, Innenverteidiger. Da muss er am besten einen reinstellen, oder? Nee, da brauchen wir nicht.
Auch mal wohl. Weil wir mal Abschluss haben, wenn er den jetzt daneben geköpft hat. Mal, ey, Torwart. Jawohl, jetzt geht's nochmal nach vorne. Na, Scotty. Oh! Was ist denn im Abseits, ey? Was ist das hier? Wir waren auf gleicher Höhe. Was ist das bitter? Ist das bitter? Oh! Als ob ich mich so jetzt, verarschen lasse. Granado, schön in die Lücke und da ist Balotelli Bunga. Balotelli Bunga, Balotelli Bunga. Und es gibt nochmal Ecke. Warte, jetzt gucke ich nochmal in den Innenverteidiger rein. Oh, ja, tatsächlich Pichola. Immer noch wieder so den Lander raus oder so. Ja. Wir packen den Hamil, den defensiven Mittelfelder rein, spielt der Lander defensiv. Ja, dann passt das doch. Dann haben wir das schon mal gemacht. Und Granado. So. So. Da kommt der Ball in Richtung. Oh, da kommt aber gar keiner hin. Aber die Möglichkeit war ja mal da. Also nach dem Exemplar ein Robben und Ribéry oder Ribéry und Robben. Mal lang. 16 Meter Raum. Jetzt. Oh, da ist Granado. Granado sucht jetzt den Pass. Sucht den Passgeber. Der findet den Passgeber. Und Scotty ist da. Aber vertätschelt da den Ball. Verhätschelt ihn. Und das bleibt jetzt erstmal noch beim 3:1. Mit einem Mann weniger. Aber wieder aufgepasst. Wir spielen das Ding hier sauber runter. Jetzt kommt Bunga. Wow, oh, das macht er ganz, ganz stark. Das macht er ganz, ganz stark. Was macht der Bunga denn jetzt? Was spielt der denn nicht? Boah, aufgepasst. Sehr gut. Haltet da bloß die Stellung. Sind noch 7 Minuten. Wenn jetzt nichts mehr passiert, dann bleibt's hier dabei und wir spielen in der nächsten Saison drittklassig. So viel ist dann schon mal sicher. Weg damit, weg damit. Hoch, hoch, hoch. Sehr gut. Granado versucht da nochmal vorbeizugehen, aber irgendwie wollen die uns jetzt da hinten reindrücken. War nur Ego-Dribbling. Sauber. Sauber gemacht von der Verteidigung. Jetzt kommt Granado nochmal. Kommt Granado nochmal. Ah, oh, oh, will er nicht abspielen. Da will er nicht abspielen. Da ist ein Spieler am Boden. Oh, Scotty verletzt. Scotty verletzt. Jetzt brauchen wir ganz schnell einen Arzt. Langer Ball vorne raus. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt gibt es hier Freistoß. Es ist die letzte Möglichkeit. Jungs, macht die Sektgläser auf, holt den Champagner und lasst die Sause starten. Ah, der Ball nochmal lang hinten rein. Nochmal nach vorne. Granado nochmal zum Kopfball. Setzt sich durch. Jetzt nochmal außen. Außen. Oh Mann, spiel doch. Och, das ist jetzt aber die Möglichkeit. Das ist jetzt aber die Möglichkeit. Das ist jetzt aber die. Mein Gott, da macht er den Ego hier. Und verpasst damit die Riesenchance. Also. Ah, Granado sucht jetzt nochmal Scotty. Ist nicht da. Ja! Egal. Wir gewinnen das Spiel. Alle drei nebeneinander gerade. Wir gewinnen das Spiel mit 3:1. Und stehen in der nächsten Saison in der dritten Liga. In Liga 3 in trockenen Tüchern zum perfekten Abschluss der Saison. Krass, ist echt krass. Wow. 2 Granado-Tore und einmal ein Scotty-Torti. So gehört sich das. Noch 2 Spiele, 1 müssen wir davon gewinnen. Gut. Ja, nächstes Spiel, ne? Und das heißt, dass wir uns jetzt mal abschieden. Wir gehen jetzt noch beenden. Ja, meinst du erstmal auf beenden? Ja, das klingt mal besser, oder? Ist das beenden wieder? Ja. Na gut. Wir beenden hier den Part auf jeden Fall. Ja. Wir haben gewonnen. Ich habe kein Tor geschossen, das deprimiert mich. Wir versuchen das auch hier in eine Endcard zu packen, denke ich mal. Ja? Ja, ich werd da mein Glück mal versuchen. Nicht können wir, ne? Ja. Egal. Auf jeden Fall, ich bin raus. Ich bin auch raus. Und bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten wenn Part. Wir den Titel vielleicht feiern oder auch nicht. Mal gucken. Hoffentlich. Auf jeden Fall, bis dahin sage ich, hau da rein und
Tschaußen! Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Endcard hier von uns. Dieses Spiel, wie ihr sehen konntet, hatte einen neuen Mitspieler. Und der heißt Scotty Torti, der Daniel, der war dabei und hat auch schon mal direkt ein Tor gemacht. 3:1, 2 Tore Granado, einmal Scotty Torti. Und jetzt sind wir in Liga 3 aufgestiegen. Zumindest haben wir 17 Punkte und können aufsteigen. Beziehungsweise den Titel noch holen, aufgestiegen sind wir. Richtig. Also, was will man? Wir marschieren da durch. Also. Ja, schneller kann das einfach nicht gehen. Und ich denke, wir sind auf dem Weg, den schnellsten Meistertitel ever, ever, ever zu holen in der Geschichte des Ultimate NRWs. Nordwest London oder MW London hatte keine Chance gegen uns. Wir haben zwar 1-0 geführt durch einen Elfmeter, aber danach hatte total war nichts mehr. Total Einbruch und wir waren voll da, hochkonzentriert. Oh, und dann geht sowas auch mal ganz schnell, dann ist Granado da, dann ist Scotty da und das Spiel ist gelaufen. Bevor man überhaupt merkt, dass das Spiel eigentlich, merkt, dass es eigentlich schon längst zu Ende ist. Ja. Auf jeden Fall, das war's wieder von dieser Endcard. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, im Part 24. Wenn wir mal versuchen, den Titel zu holen, wa? Richtig. Also bis dahin verabschieden wir uns. Und wie gesagt, da unten sind wieder die drei Playlists. Da oben die nächste Folge, falls sie schon draußen ist. Bis dahin aber, sag ich, haut da rein und tschau. Moonlight.